Mit Traumtoren an die Spitze. 4:1 gewinnen die Münchner Löwen gegen den Aufsteiger aus Lübeck und stürmen auf Platz 1. Mir besonders gut gefallen hat, dass wir unterschiedliche Arten von Tore geschossen haben. Traumtor hier, Traumtor da. Wo ist da der Unterschied? Hacke, Spitze, 1-2-3 und tolle Kombinationen bei Unterhaching. An alle Hater. Begrenzte technische Fähigkeiten bei Markus Schwabel? Denkste. Oder doch nicht? Vielleicht, das war dann eher Zufall. Wow, das lange Warten hat ein Ende. Endlich wieder Fußball im Münchner Olympiastadion. 15 Jahre wurde hier kein Profi-Herrenspiel mehr ausgetragen. Es wird nicht das letzte Mal bleiben. 7-mal wird Türkgücü diese Saison noch hier auflaufen. Derbyzeit in Liga 3. Da ging's mal so richtig ab beim Lautra Ausgleichstreffer gegen Mannheim. Aber schon wieder kein Sieger, wieder 1:1 im Südwestderby, wie in den beiden Partien davor. Wen wundert es da denn noch, dass selbst der Ordner unbedingt einen Sieg sehen will? Da zeigt der Ordner an, Leute, nicht so lange jubeln. Yannick Stark schießt Dresden im Elbklassiko zurück in die Erfolgsspur und Magdeburg ins Tal der Tränen. Knietief stehen sie drin, unten in der Tabelle, ein mageres Pünktchen nach 4 Spielen, das ist zu wenig, das ist ein glatter Fehlstart in die Saison. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.